Folge 68 und dritter Teil von Heinz unglaublicher Reise. Über 50 Jahre mit dem Fahrrad um die Welt. In diesem Teil beantwortet Heinz Fragen aus dem Publikum. So erfährst du zum Beispiel, wie er seinen Fahrradrahmen durchgeschwitzt hat und viele weitere Details von seinen Reisen. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de. Willst du jetzt über Sex selber was erzählen? Hast du die Frauen? Du denkst, das ist aber nicht so. Das war ja eigentlich die große Liebe. Das war eine, die mich geliebt hat und die russische Männer hasst. Und nach Deutschland oder Russland. Ich kann mich erinnern, dass ich in Hongkong fest. Vorher waren ja noch andere da. Und da waren noch mal andere da. Das sind dann die, wo du krank wirst, wenn du denkst, sie will mit dir was und die tut es nicht und die das abhält. Das ist dann die unerfüllte Liebe. Und dies ist eine Krankheit. Und das ist ja keine Krankheit. Bist du jetzt geheilt? Ja, in meinem Alter. Ich meine, ist man endgültig geheilt. War ich eigentlich? Also endgültig geheilt natürlich auch nicht, aber man versucht es gar nicht mehr. Wir hätten da noch Unmengen an Themen, ja, aber wir machen es jetzt nochmal anders. Ihr habt da garantiert auch Fragen hier, ja, und genau, das reicht schon. Möchte denn jemand den Heinz was fragen? Ja. Über das Thema Sex haben wir schon abgehandelt jetzt. Money, wie kommst du zu dem Geld? Ist da jemand, der könnt jetzt, damit er dann das Interview darauf. Lothar, weißt du, also, ja, okay. Ich habe immer Gespräche mit dem Publikum. Also. Und dann sehe ich immer wieder verschiedene Teile, ja. Und zwischendurch immer nur wieder das, was da oben ist, was sie gemacht haben und verliehen haben. Woher kommt das ganze Teil? Hast du das verstanden? Nee, ich habe es nicht verstanden. Es geht um die Fahrräder. Ja. Es sind teilweise verschiedene Fahrräder. Ach so, wo die verschiedenen Fahrräder herkommen. So viele verschiedene Fahrräder. Heinz hat nur ein Fahrrad gehabt, mit dem er da um die Welt geradelt ist. Das steht hier vorne. Und das Fahrrad, er ist der einzige Mensch auf der Welt, den ich kenne, der ein Fahrrad durchgeschwitzt hat. Und zwar ist wie 50 Jahre lang immer der Schweiß von der Nase auf die gleiche Stelle am Rahmen runtergetropft und der dann irgendwann dann der schnell durchrostet. Man sieht das an diesem Fahrrad. Ich kenne sonst keinen, der am Fahrrad durchschwitzt. Nur mit einer Unterhosen oder sowas durchschwitzt, aber Fahrräder nicht. Und nach dieser langen Reise von diesen 640.000 Kilometer ist er dann von Prompten unterstützt worden und hatte da so ein Faltrad und hat da die ganzen Inseln benutzt. Und das kam danach, weil er die in sich kleinen Flugzeuge reingekriegt hat. Zwischendurch war Bike Friday auch ein Faltrad. Auch für 50. Aber du bist mit dem Rad bist du 480.000 Kilometer mit dem? 16 Rambücher und dann die 200.000 Kilometer mit anderen Fahrrädern. 60.000 mit dem Bike Friday und 60.000 mit dem Bronken und verschiedene andere Fahrräder. Ganz kurze Touren, weil ich habe ein Fahrrad repariert für jemanden. Und ich habe das dann, mit dem bin ich dann nach Sizilien gefahren für einige Monate. Und so ist das auch gegeben. Aber das sind die sind nicht auf einen Meter genau oder auf einen Kilometer genau, sondern das sind mehr auch Geschäfte. Am Anfang hat es auch keine guten Kilometerzähler gegeben. Man musste nach Karten gehen und in Afrika sind die Karten auch notorisch ungenau. Und da muss man halt schätzen. Oder man geht nach Kilometersteinen am Straßenrand. Wenn es Steine gibt, dann schläft man an der nächste, wenn man zeltet. Und dann sieht man den Stein und dann sieht man den Stein, wo man abends wieder zählt, dann redet man plötzlich selber dann nicht. Du 10.000 Kilometer hoch und runter ist bei deiner Kilometerleistung eh wurscht. Jedenfalls bist du bis zum Mond und fast wieder zurückgeradelt. Ja, das ist das Problem. Ich bin noch nicht auf der Erde gelandet wieder. Wo hängst du denn? Also 10.000 Kilometer? Ja, 100.000 Kilometer von der Erde entfernt. Ach, du bist noch bis hingekommen und 100.000 Kilometer. Du hast einen Hund drin und zu Hause. Aber warte mal. Wie weit ist denn dann? 384.000 Kilometer nach dem Mond. Also ich bin noch ungefähr 100.000 weg. Okay, 100.000 Kilometer. Du hörst dich das auch an. Auf deiner Liste, darf man die auf dem Home-Trainer fertig machen? Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe von Home-Trainer bis 100 Kilometer, mehr habe ich auch nicht da.
Weil das hast du ja zu Hause. Also, wenn du mal Heimweh auf Fahrrad von hast, im Moment arbeite ich an 14 Büchern, a 96 Seiten, wo jeder Tag drin dokumentiert ist. Nur mit Kilometern, mit wo ich geschlafen habe, ob ich im Zelt geschlafen habe, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und dann kann ich am Ende eine genaue Statistik aufführen. Und das ist noch nicht fertig, weil da erst 3 oder 4 Bücher von fertig sind. Ja, deine Statistiken sind sowieso bewundernswert. Ich komme nachher nicht mehr raus. Hat man ja auch eine Frage. Einfach an Peter sagen oder reinbrüllen in den Raum, möchte noch ein bisschen was von Heinz wissen. Gibt es ein schönstes Erlebnis auf diesem ganzen... Das schönste Erlebnis all dieser 60 Jahre. Also superlativ, der Mensch ist immer superlativ. Das höchste, größte, schönste, beste, die schönste Frau. Es ist alles relativ. So. Also es gibt wunderbar, also man muss, also diese Superlei, ich habe das nicht gerne, aber ich denke, es gibt zufriedene Zeiten und Länder, wo man zufriedener ist. Und wo man vielleicht mehr Geld hat. An welches Erlebnis denkst du am liebsten ja, zurück? Ja, zum Beispiel habe ich viel Geld gehabt, unheimlich nette Leute, aber Unterhaltung war ein Problem. Immer wieder hat es, also die sprechen Englisch, aber nicht gut. Ich kenne einen, der 10 Jahre Englisch studiert hat, hat immer die Lehrer gewechselt, hat die Schuld auf die Lehrer gestoßen. Der Lehrer ist ein schlechter Lehrer, deswegen kann ich kein Englisch noch. Und ich konnte Japanisch aber auch nicht gut genug. Und das war eigentlich ein Vorteil einfach beim Verkaufen von den Broschüren. Denn die Leute haben sich gefreut, ein bisschen Englisch an mir auszuprobieren. Und ich habe mich gefreut, ein bisschen Japanisch an den Leuten auszuprobieren. Aber gibt es irgendein Erlebnis, irgendein Ereignis, was du sagst, das war's? Was ist keine das? Keine Ahnung, kann das sein. Bei mir war es, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ja, wenn du ein großes Ehebett hast und die schönste Frau der Welt da hättest, ich meine, das wären schon ganz gute Tage. Das gibt also nette. Aber die sind ja nicht so oft. Nee, die kommen wenn die einmal im Jahr passieren, dann ist das besonderes Glück natürlich. Weißt du, ja wir hatten bei unserer Weltumratung die ersten 2 Jahre ein stärkeres Zölibat als manch katholischer Priester gehabt. Und du Armer. Naja, guck mal, der islamische Länder und in Indien und so, das geht so eh nichts. Gell? Und dann, wo es ging, da, welches Mädel lässt sich auf so ein Halotri ein, der nächsten Tag wieder aufs Fahrrad steigen? Gell? Also da passiert nicht viel. Das ist die Fantasie von manchen Leuten, oh ja, in jedem Hafen eine Frau, das ist Quatsch, gell? Da ist nichts. Ja, es ist normal. Man kann auch alle möglichen Tricks haben. Da geht ja jede Frau nach einer anderen Frau. Ja, in Europa ist es. Da geht das Bad und sagt, ja, möchte mit mir schlafen? Aber wir wollen. Sagt, Moment mal, kriegst du eine Ohrfeige? Da geht der nächste, kann mit mir schlafen, kriegst du noch eine Ohrfeige? Nach 100 Mal Ohrfeige hat eine Frau, die mit ihm schläft. So kann man es ja auch machen. Ne? Man darf nicht eine Haut bekommen, bis man irgendwann Erfolg hat. Okay, ich fahre nur Fahrrad. So, noch jemand? Irgendwelche? Aber das ist... Ja, da hinten, ja, ruf einfach laut rein. Immer Männer. Nein, warte, hören, verstehen Sie nicht? Psst. Ja, das ist ja diese Broschüren und die Fotoagentur. Der Axel, der hat jetzt kurz vorher hier am Tag, der sagt, eine einzige Methode, wie du Geld verdienen darfst. Und ich habe mich mit ihm tödlich gestritten. Was ich habe 10 Methoden, wie ich Geld verdienen habe. Durch die Agentur, durch Broschüren, die ich zum allerersten Mal in Kapstadt gedruckt habe, die ich dann verkauft habe. Ich habe 80.000 Stück davon verkauft auf der Welt. Unheimlich viele Leute dadurch. Eine der Sachen, wo ich immer wieder darauf zurückgreifen konnte. Also die Fotoagentur in England, die war eigentlich das, was uns am meisten gehalten hat, immer die Fotos hinschicken und die haben dann die abgedruckt für irgendwelche Themen oder das wurde gekauft, weil die ein bestimmtes Thema brauchten und der hatte da sehr viel fotografiert. Noch andere Fragen jetzt hier. Warte, Heinz, warte, hier vorne kommt mal wieder einer, warte. Ich habe eine Geschichte warte, in ganz großen Industrien immer wieder verkauft. Bis zu 5.000 Euro für eine Geschichte in einer Industrie. Okay, ihr kommt. Bunte auf der ersten Seite mit Romy Schneider. Die haben 6.400 D-Mark damals bekommen. Ja, es kommt eine andere Frage. Ja, nur als Beispiel, wo man Geld verdient und wie man Geld verdient. Das ist doch die wichtigste Frage in einem Schwabenland, wo die Häusle bauen. Ich meine, ich habe auf der ganzen Welt lauter Schwaben getroffen. Die sind alle tüchtig und die haben alle Werkstätten gehabt. Die sind wirklich die erfolgreichsten Menschen auf der Welt geworden. Ich meine, da geht es ums Geld. Okay, noch den. Ja, es geht um Gefahren. Du hast doch garantiert auch Gefahren zu bestehen. Gefahren zu bestehen, Tiere. Welche Gefahren? Wir haben ja vorhin schon eine gehabt, schießen. Also für mich sind Tiere überhaupt, also die kleinen Tiere, das ist die Gefahr. Also die Mücken, die Ameisen, die,
das war so kriegt. Und deswegen habe ich auch im Zelt geschlafen, weil nicht wie diese Idioten draußen lassen sich da stechen vor allem. Der Zehnmal hat da Malaria gekriegt. Ich bin 7 Jahre in Afrika gefahren. Nicht ein einziges Mal Malaria, weil ich mich nicht stechen lasse. Und das weiß man doch. Es hört sich summen am Ohr, du gehst sofort raus, hörst du deinen Moskitonest. Selbst wenn du bei Leuten bist. Gibt es hier Mücken? Nee. Wir haben dieses Jahreszeit gibt es keine Mücken. Du schläfst, kommt die erste Mücke an. Ich springe rauf an mein Gepäck, mein Mückennetz raus und klebe dann irgendwo was mit dem Heftzweck und so weiter und schlafe dann im Frieden. Ich habe in 7 Jahren Afrika nicht ein einziges Mal Malaria gekriegt. Also man muss ja auch vorsorgen, wenn sie gefahren, ich meine, ihr seid ja unheimlich stark. Und ja, ihr werdet ja auch mit vielen fertig. Ich wär lange tot gewesen, wenn ich nicht ein System wie man Gefahren verhindern kann. Und da ist einfach gesunder Menschenverstand vermögen und bestimmte Sachen, zum Beispiel in den Tropen, wenn du dich in den Finger schneidest, entzündet das sich sofort, tropische Geschwüre im Nu, und du musst ein sogenanntes Topical Antibiotika haben, und das kommt auf die Wunde, die wird zugemacht, und in kürzester Zeit ist die Entzündung weg. Und das habe ich, solche Sachen habe ich immer dabei gehabt. Die wichtigsten Sachen. Aber man kann sich nicht ganz freisprechen davon, denn es gibt nun mal, wenn du in Indonesien zum Beispiel, du möchtest gerne ein Eiscreme haben, aber das solltest du nicht essen, weil da sind Bakterien im Eiscreme. Und da habe ich nun mal ein einmonatelanges amöbische Ruhe gehabt und ja, das war auch nicht angenehm. Ne? Was war bei dir im Kopf, was ich gehabt habe? Nee, war alles gut. Vielleicht habe ich dir schon mal was erzählt, was mir passiert ist unterwegs an Gesundheitsproblemen. Nee, ist alles gut, wenn man das erzählt. Wir schlafen halt nicht gerne in Zelten und dann kriegen wir halt Malaria, das passt auch. Ja, das gibt man nicht. Aber zwei ist ja nicht so einfach zusammen. Ja, ist halt so, zu zweit ist das nicht so toll. Und du hattest ja, wir haben unterwegs auf unserer Weltreise in den Ländern gearbeitet, Heinz nicht, weil er hatte diese Idee mit den Broschüren, die wir dann auch anschließend auch kopiert haben. Gibt es noch andere Fragen hier noch, die wir noch hätten? Und ja. Ja, Heinz, dein bestes Rezept haben wir auch probiert. Wir haben so viel von dir gelernt. Es gibt bestimmte Sachen, die man beherzigen sollte beim Essen dort. Man kann nicht grundsätzlich alles ablehnen in anderen Ländern, vor allem in Indien. Manche Sachen in Indien ist mir zu scharf. Und die versuchen dann europäisch zu essen in Indien, und das ist ein großer Fehler. Weil das ist Fleisch zum Beispiel, ist im Kühlschrank. Und 3 Tage ist keine Elektrizität da. Und dann versuchen sie das zu vertuschen mit der Gewürzen. Und du hast Lebensmittelvergiftung, Fleischvergiftung. Ich habe die Lösung. Das mein Problem ist, dass ich kein Essen vergammeln lassen sollte. Und wenn es den Anschein hat, dass es vergammelt ist, dann kann ich das nicht wegwerfen. Und da muss ich das essen. Und da habe ich die Gefahr dann, dass ich Lebensmittelvergiftung kriegen. Ich habe mich mehrfach gehabt unterwegs. Einmal hast du sogar gejobbt, und zwar als Goldsucher im Amazonasbecken. Eigentlich war das kein Job in dem Sinne. Ich habe einen Vortrag im deutschen Club in Quito gemacht. Und da war ein Deutsch-Äquatorianer, der hatte Konzessionen im Urwald, um dort nach Gold zu suchen. Und in dem Vortrag kam der zu mir und sagte, wir fliegen wieder in den Urwald, du kannst mitkommen, wenn du willst. Ne? Das war eine gute Idee, ne? Aber das Goldsuche war nicht für dieses, was sie an Gold dann unter den Suchern sich aufteilen, sondern die wollten nur wissen, wie viel Alluvialgold, also Blattgold, im Flusswasser, im Sand war, um dann ein Geologe von USA kam, um das zu feststellen, wie viel Potenzial ist in dem Flusswasser, und der hat dann eine Firma gekannt, die dann sagt, ich kaufe eure Konzession ab. Das war die Idee von dem Äquatorianer, der diese Konzession hat. Und also hast du keinen großen Goldklumpen gefunden? Ja, Goldklumpen gibt es im Flüssen nicht.
Da gibt es nur Blattgold, also kleine Punkte. Und da kommt es drauf an, dass wir, die haben 14 Indianer gehabt, die haben gewaschen für uns. Ein Amerikaner war da, mich haben da als Gäste, ich habe gekocht für die Leute übrigens, mit Maxi, das war auch ganz gut. Und wir sind jagen gegangen, immer jagen gegangen mit, den, mit ein, zwei, drei Indianern. Und wir haben Rehe, Affen, Affenfleisch war allgemein auf dem Speisezettel. Ich bin immer mit denen im Urwald gewesen. Ne? Alleine war das äußerst gefährlich. Du bist, konntest sofort deinen Weg verlieren. Also die haben ihre Methode gehabt. Diese. Und da haben wir auch Sachen geschossen, also die man hinter sich nicht. Wir haben Puma geschossen. Also, macht man nicht. Doch jemand fragen, die letzten zwei, dann ist so langsam die Zeit um. Aber Essen ist ein heikles Thema, das ist schon wahr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt den Heinz fragen wollt? Mit der Zeit kann man auch einen starken. Heinz, es kommt eine Frage, pass auf. Und zwar. Heinz, wie fühlt sich das an, 52 Jahre unterwegs zu sein und jetzt sesshaft zu werden? Ja, sesshaft werden, ist das schön. Das ist auch kein Problem. Ich bin Wiederkäuer. Ich kaue jetzt meine Reise, die kommt jetzt wie bei der Kuh. Die frisst am Tag und nachts wird es verdaut. Und ich verdaue jetzt meine Tour. Und deswegen bin ich da, wo ich bin, ganz glücklich. Ich habe einen wunderbaren Platz. Ich kann alles nochmal wieder erleben und durchkämmen und vielleicht auch behalten, ja, was wegwerfen, wenn ich gerne Sachen wegwerfe. Aber so denke ich, dass ich irgendwann mal meine Reise so verpacken kann, dass andere Leute auch was damit anfangen können. Und das ist meine. Das kann noch Jahre dauern, denn ich merke, wie viele Sachen da sind. Und das ist halt mein Hauptziel. Und da habe ich überhaupt keine Probleme mit, dass ich jetzt nicht mehr fahren kann. Überhaupt keine. Vor allem diese hunderte von Tagebüchern, also die sind genial, wenn man da sich mal langsam durchackert von den ersten Reisen von Mitte der 50er bis heute, das sind 62 Jahre, das ist fantastisch, weil Sachen, die gibt es heute gar nicht mehr, was der Heinz da gesehen und erlebt hat. Ja, das ist schon wichtig. Das große Potenzial ist das Zeitzeuge. Das ist auch genau, Zeitzeuge, ja. Die sich auch verkaufen lassen. Mehr als was Neues. Das Neue ist ja nicht mehr. Das hat ja Fotos. Kann jeder heute gute Fotos machen. 20 Fotos, eins wird schon wohl gut werden. So ist es ungefähr. Heinz, kommt wieder eine Frage? Heinz, als wir um die Welt gefahren sind, mir ist es mal passiert, dass ich irgendwann so, das war in Südamerika, es war in Brasilien gewesen, dass ich regelrecht die Lust verloren hatte und einfach nur nach Hause wollte. Gut, damals hatte ich das Geld für den Rückflug nicht gehabt, musste erst mal arbeiten gehen, oder wir sind dann in Venezuela arbeiten gewesen, und als ich wieder genügend Geld hatte, wollte ich nicht mehr zurück. Wie war das bei dir? Hattest du manchmal dran gezweifelt an deiner Reise, an dem Weg, dem Lebensweg, den du eingeschlagen bist? Wenn ein Heimweg überhaupt ist, nur dann im Anfang, wo das alles so fremdartig ist, wenn du dich eingelebt hast in deinen Rhythmus, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Dann hast du keine Heimweh, sondern du hast Heimangst. Und die habe ich immer gehabt. Ich bin wie die Katze um heißen Brei. 1977 sollte meine Fahrt zu Ende sein. Ich habe aber kein Geld in der Tasche gehabt. Ich wäre nach Hause angekommen, man hätte mich gefeiert für ein paar Tage, wie du das ja auch kennst, wie sie euch gefeiert haben. Und dann, ja, und jetzt, du bist auf Werkzeug machen. Naja, dann gibt es auch einen Job in der Fabrik. Ja, okay, das war ja kein Thema. Und so bin ich in Salzburg, Konstanz, Straßburg und habe keinen Mut gehabt. Im Fuß auf deutschen Boden ist. Und da bin ich nach England gefahren, da habe ich mich vermarktet in England. Bin 3 Monate in England gewesen, habe da wieder Geld gekriegt und habe ich gesagt, ich will jetzt alle Länder der Welt sehen. Und das hat dann 16 Jahre nochmal gedauert. Und danach habe ich auch nicht aufhören können. Und da gibt es halt alle, da gibt es plötzlich die Leute, die Länder sammeln. Und dann gibt es Listen. Und die, dann lasse ich mich auch von beeinflussen. Also das ist nicht nötig, aber ich lasse mich dann nur mal von beeinflussen von Leuten, was die Leute ja an Ländern. Und dann sind ja die Territorien da. Und dann wird Amerika in 51 Staaten, die muss man alle gesehen haben. War ein Grund, warum ich jetzt in Amerika war, einmal um meinen Vater mein Freiwillig abzuholen und so, dann fehlt mir auch noch für diese Sammlung. Ich bin ja eigentlich in dem Sinne kein Sammler, aber für diese Sammlung fehlt mir 4 Staaten von. Nein, aber das ist ein Ziel, ein neues Ziel. Du bist ein Sammler, wenn ich draußen. Ich habe kein Interesse, eine Route, dieselbe Route, die ich erobert habe, nochmal zu machen. Das ist gesunder Menschenverstand, dass der Mensch will immer was Neues haben. Deswegen ist man mit einer Frau auch nicht so lange zufrieden, dann will man auch wieder eine neue haben.
Und alles immer wieder das Neue. Der jede Tag ist ein neuer Tag. Und der muss das Besondere sagen. Okay. Der kann nicht wiederholen. Wir sind kein Mensch, die wiederholen wollen. Also ich widerspreche dir da. Wir reisen gerne immer wieder an die gleiche Stelle zurück, weil wir tiefer einsteigen wollen. Aber da hat jeder seine anderen Ansprüche. Und Peters mit seiner Frau 17 Jahre zusammen, der ist immer noch zufrieden, glaube ich. Stimmt, oder? Aber eine andere Geschichte, du sammelst schon gerne. Und jetzt kam die Frage, wenn ich jetzt an diese ganzen Uhren denke, die du am Straßenrand gefunden hast, die hast du alle gesammelt. Wo hast du die alle gelassen? Hast du die alle auf dem Fahrrad mitgehabt, die 1000 Uhren und diese, was ich, was da ist, ja, wenn so die ganzen Bierdeckel? Wenn so ein Ding 20 Kilogramm schwer war, da konnte ich da natürlich nicht mitnehmen. Ja, wo hast du die ganzen Jahre die Sachen gelassen? Beim Golfschläger habe ich mir die Stange abgeschnitten, weil ich da so eine erhöhte Stange auf meinem Fahrrad brauchte, damit ich erstmal was du findest, guck da an, wofür könnte man das gebrauchen? Einzig deine Dinge in die andere Richtung. Deine Tagebücher, deine Fotos, deine Uhren am Straßenrand. Wo hast du die und die in 60 Jahren? Es ist ja auch nicht alles angekommen. Das ist ja das Problem. Die Tage, ich meine, ja, die Pakete gemacht. Man muss das ist alles nach Deutschland geschickt. Meine Schwester. Eines Tages hat mit den ganzen Lumpen hier. Und die Leute hier kommen und haben gesagt, ja, mein Bruder, der macht sich das Leben lang Urlaub. So ungefähr. Ja. Und dann eines Tages wollte ich das Haus abreißen. Aber ich habe einen gewissen Trumpf in der Hand. Und das ist das Testament von meinem Vater. Die konnten mich nicht einfach rausschmeißen. Die konnten das Gelumpe nicht rausschmeißen. Und wir haben uns geeinigt, dass ich hatte da einen Platz in Paris zu der Zeit, wo die Sachen, dann haben sie mir die Sachen gebracht und haben mir noch eine Rechnung gegeben. Ich schuldete denen ungefähr 20.000 Euro, weil die ganze Zeit, das der Terrain von dem Haus war, wurde geteilt. Und der neue Grundbesitz, der muss ja Grundsteuer und alles andere, haben meine Eltern, also mein Vater, und als er gestorben ist, haben meine Schwestern das weiter bezahlt. Und da hat sich dann eine große Summe angesammelt. Wir haben erstmal verrechnet. No? Und dann ein Boden, ich hatte 500 Quadratmeter Boden, naja, auf einem normalen guten Platz wäre das 50.000 Euro wert gewesen. Aber nicht da, wo dieser Boden war. Die Schwester war auf der Seite. Die andere Schwester hat das Haus gekriegt und dazwischen war so ein bisschen Platz. Und der hätte ich überhaupt keine Ahnung. Und da habe ich mir mit denen geeinigt und gesagt, okay, lass es uns vergessen. Ich will das nicht haben. Und so haben wir uns geeinigt, dass die mir die Sachen umsonst nach Paris bringen und dann haben wir das Haus abgerissen. So, also all deine Sachen immer nach Deutschland geschickt und dann so da irgendwann von Deutschland nach Paris und jetzt ist es wieder in Deutschland. Jetzt ist es wieder in Deutschland. Gut. Ja, das war auch ein Problem da, also nach Deutschland kam. Der Westdeutsche Rundfunk, die wollten das von mir haben, die ankommen. Und ich kriege keinen Transport. Ich habe jetzt nicht gemeint, ich kann ja einen Transport bezahlen, wollte keiner bezahlen. No? Und am Ende hat der das von dem Westdeutschen Rundfunk, der diese Aktuelle Stunde macht, der hat gesagt, ja. Wir sind auch am Hungertuch. Kannst du dir das vorstellen? Die haben gesagt, wir sind am Hungertuch, no? Was die an Geld ausgeben. Und haben gesagt, ich könnte mich mit 200 Euro an den Transport beteiligen. Aber die wollten unbedingt da sein, wenn ich ankomme. Und dann habe ich irgendwie mich arrangiert, dass es 1200 Euro ist. Die ganze Klamotten, ein großes Auto nach Höfloch kriegte. Und die waren Mitternacht da an und da war der Westdeutsche Rundfunk. Da habe ich dann aufgenommen. No? Ja, viele Sachen wieder alles in Deutschland. Noch Fragen? Dann würden wir das jetzt sagen, das war's jetzt. Lothar, möchten wir noch? Ja, das ist ja. Seid ihr so? Gibt es keine Fragen mehr. Also, wenn wir mit dem Heinz zusammen sind, wir hören die ganze Nacht nicht auf. Das geht. Wir fahren jetzt heute zu uns nach Thüringen, Saalfeld, weil wir am Wochenende unser großes Festival haben, wo seit 21 Jahren so 10.000, 12.000 Gleichgesinnte zusammenkommen. Machen ein bisschen Woodstock-Atmosphäre, sitzen am Lagerfeuer und unterhalten uns, gucken ein paar Vorträge. Heinz kommt mit und dort gibt es eine ganze Menge Leute, die sich riesig auf dich freuen. Übrigens, Heinz, wir haben dir was mitgebracht. Halt, wir haben dir was mitgebracht. Ich möchte was geben. Nein, das ist nicht dabei, ich weiß, das ist Quatsch. Wir haben dir was mitgebracht. Einmal die Postkarte, die wir an alle Leute geschickt haben. Kannst du mal gucken, ob die so, ist ähnliches wie deine. Dann haben wir von den Referenten, die bei unserem Festival waren, so Radiointerviews. Da kannst du dich vielleicht inspirieren lassen für die nächste Reise, wenn dein Archiv fertig ist und du dann wieder das Geld für die Hüfte annimmst. Und dann haben wir so ein Heftchen rausgebracht, nur für Referenten und enge Freunde, weil da sind Geschichten drin, die sonst keiner wissen darf, wie Festivalkinder entstehen und so weiter. Also, das ist das Büchlein, das ist ganz toll und auch wie unser querschnittsgelähmter Freund, der Andreas Prüfer, da betrunken zur Party aus dem Rollstuhl fällt. Und dann kriegst du hier noch so einen Becher.
Und warte. Und er hat zwei Möglichkeiten. Ein Pinkel. Nein, ist kein Pinkelbecher. Und zwar ist das der Festivalbecher, da kriegst du freien Bier bei uns. Aber wenn du Kohle brauchst, das kriegst du auch 2 Euro Pfand für. Aber da gibt es kein Bier mehr. Das geben wir dir gerne mit. Das geben wir dir gerne mit. Jedes Mal sehe ich weltlich oder weitlich. Nein, weiter sind die in Frankfurt, wenn nicht jeder. Ja, wir sind die Weltsichten, aber macht nichts. Wo ein Wille ist, ist ein Wille. Du bist zum wiederholten Mal bei uns und wir werden noch sehr viele gemeinsame Nächte verbringen. Falls ihr noch Fragen habt, der Heinz steht dann noch draußen an seinem Buchstand und da gibt es auch noch ein Buch von deiner Reise auf Englisch. Ja, und hast du ein paar Broschüren noch mit? Die kann ich nur empfehlen. Das habe ich ja gut gehabt, dass du ja das verbunden hast mit England. Die Firma hat ja das Buch alles bezahlt. Das ist ja wichtig, weil das so ein Bildband sehr teuer ist. Und die haben, ich habe ja alles bezahlt, eine Anzahl von Büchern gekriegt. So, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank, Lothar, dass du dich auf dieses Experiment eingeflassen hast. So ein weltumragender Talk. Ihr habt selber gemerkt, wir könnten mit dem Heinz Kein so einen richtigen Multivisionsshow machen, wie es sonst der Fall ist. Da würden wir eine Woche lang hier sitzen. Also, ich hoffe, es hat jedem gefallen, die Art und Weise, wie wir es jetzt versucht haben, ein bisschen deine 62 Jahre aufzuarbeiten und das war's, der Applaus ist dir. Danke, Heinz. Vielen Dank an Heinz für die wunderbaren Geschichten und vielen Dank an Axel und Peter für die großartige Moderation und die interessanten Fragen. Vielen Dank auch an Isabel und Lothar Himmel von augenblicke-vorträge.de für die Gelegenheit zur Aufnahme im Rahmen der Vortragsreihe. Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de/Umfrage, beantworte die 5 Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.